Günstige Kleinwagen für jedermann sind eine italienische Autospezialität. Diese Tradition begründete in den 30er Jahren das damals kleinste in Großserie gebaute Vierzylinder-Automobil der Welt, der Fiat 500, besser bekannt als Topolino. Im Jahre 1933, da beauftragte der Fiat-Patriarch Giovanni Agnelli, den 29-jährigen Ingenieur Dante Giacosa, mit der Entwicklung eines ökonomischen Kleinwagens. Der Haken an der Geschichte, der Wagen sollte nicht mehr kosten als 5000 Lire, also gerade mal die Hälfte des bisherigen Sparmodells von Fiat, dem Balilla. Außerdem, ganz klare Ansage, der Wagen sollte komfortabler, kräftiger und stattlicher sein als die Konkurrenz aus Deutschland und Frankreich. Also ein echter Kraftakt für den jungen Ingenieur. Aber bereits 1936 wurde das Ergebnis präsentiert und bis auf eine Ausnahme erfüllte der Wagen alle Anforderungen. Er kostete nicht 5000, sondern 8900 Lire, was immer noch ein fairer Preis ist. In moderner Fließbandproduktion wird der kleine Fiat ab 1936 im Turiner Werk Lingotto gebaut. Bis 1954 entstehen rund 520.000 Topolino der Baureihen A, B und C. Neben der Limousine gibt es auch die praktischen Kombiversionen Giardiniera und Belvedere. Doch wie kommt der Fiat 500 eigentlich zum Namen Topolino? Anfang der 30er Jahre, da startete Walt Disneys Mickey Mouse ihren Siegeszug durch Italien. Wegen fehlender Lizenzrechte hieß Mickey hier aber zu Beginn Topolino, die Maus Lino. Und weil die freistehenden Scheinwerfer des Fiat hier so ein bisschen an die Ohren des Mäusehelden erinnert, hat er auch ganz schnell seinen Spitznamen weg, Topolino. Der Topolino erweist sich als robust, langlebig und äußerst sparsam. Abgesehen vom damals vorherrschenden Heckantrieb entspricht sein Grundschema dem eines modernen Kleinwagens. Also zwei Erwachsene finden hier im Topolino bequem Platz. Und das Gepäck, das muss man hier hinter den Sitzen verstauen. Eine Kofferraumklappe, die sucht man hier vergebens. Also im Notfall können da auch zwei Kinder sitzen, aber die Italiener, die haben ihren Topolino gerne bis und das Dach vollgestopft. Und wenn man so ein schönes Faltdach hier hat, dann auch gerne darüber hinaus. Dass die maximale Zuladung gerade mal 50 Kilogramm betragen hat, das hat damals überhaupt niemanden geschert, denn schließlich hat Fiat den Wagen als vollwertiges Automobil verkauft. Und das mit der maximalen Zuladung hatte sich dann auch 1938 erledigt, denn ab da hatte man die Hinterachsen mit längeren Blattfedern ausgestattet. Die Zeitschrift Motor und Sport hatte damals für den Topolino einen Verbrauch von gerade mal 7,5 Litern ermittelt. Das war der niedrigste jemals gemessene Wert überhaupt. Und diese spätere Modellreihe hier, der 500B, der soll sogar mit nur 5 Litern aufkommen. Oh, wenn es einen Berg rauf geht, vielleicht auch mehr. Also in Sachen Design, da orientiert sich der Topolino ganz klar an der in den 30er Jahren so populären Stromlinienform. Sogar die Türgriffe wurden hier versenkt, um dem Wind möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Übrigens erst, wenn die Karosserie auf dem darunterliegenden leichten Leiterrahmen fest verschraubt ist, dann hat der Topolino die für ihn nötige Steifigkeit. Genialer Schachzug, um Gewicht und dadurch natürlich auch Kosten und Verbrauch zu sparen. Aus demselben Grund wurden auch alle Rahmenteile durchlöchert. Das war eine Technik, die bis dato eigentlich nur im Flugzeugbau oder im Rennsport eingesetzt wurde. Ein weiterer schöner Trick, diese kleinen, extra von Pirelli angefertigten 15-Zoll-Räder. Die lassen den Wagen schön groß und dynamisch erscheinen. Dieser Topolino gehört zur relativ seltenen B-Serie, die nur von 1948 bis 1949 gebaut wird. Das beliebte Rolldach gibt es nun serienmäßig. Ein überarbeitetes Armaturenbrett frischt den spartanischen Innenraum auf. Die wichtigsten Verbesserungen finden sich allerdings unter dem Blech. Der Fiat 500B unterscheidet sich von seinem Vorläufer, dem A, in erster Linie durch den Motor mit den oben liegenden Ventilen. Der Vorgänger, der war noch seitengesteuert, aber durch diese technische Innovation konnte eine wahre Leistungsexplosion erzeugt werden. Von 13 PS konnte die Leistung auf sage und schreibe 16,5 PS gesteigert werden.
ungewöhnlich, aber genial. Der Kühler sitzt hier oben hinter dem Motor. Und das macht diese schlanke, aerodynamische Schnauze möglich. Ja, man hat natürlich versucht, den Motor ganz weit nach vorne zu packen, um möglichst viel Platz im Innenraum zu schaffen. Also man kann sagen, trotz der Devise sparen, 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 kann die Technik hier absolut überzeugen. Das einzige Manko, das ist die Kurbelwelle, denn die hat nur zwei Lager und da heißt es dann oft schon nach 50.000 Kilometer Motor überholen. Kernig klingende Reihenvierzylinder muss allerdings auch ordentlich ackern. Seine 0,6 Liter Hubraum reichen für bis zu 95 km/h. Also für einen Breitfuß-Indianer ist es nicht so ganz einfach, denn die Pedale, die stehen total eng beieinander. Aber ansonsten macht es natürlich total Spaß, besonders wenn einem so der Wind um die Ohren fegt. Und auch die Tester anno dazumal, die waren ziemlich angetan. Die deutsche Zeitschrift Motorkritik etwa, die attestierte ihm einen tiefen Schwerpunkt, eine gute Gewichtsverteilung und eine sehr gute Straßenlage. Der erste und zweite Gang allerdings, die sind nicht synchronisiert. Das heißt, beim Runterschalten muss man ordentlich Zwischengas geben. Aber in Italien, da macht man das ja sowieso sehr gerne. Hier trägt das den klangvollen Namen La Doppietta. Von Italien aus schafft es der Topolino in die ganze Welt. China, Australien und die USA zählen zu den Exportmärkten. Bei NSU in Deutschland, Steyr-Puch in Österreich und Simca in Frankreich wird der kleine Fiat sogar in Lizenz produziert. Bis Mitte der 50er Jahre ist der Topolino das meistverkaufte Auto Italiens. 520.000 Stück werden gebaut. Und so wie der VW Käfer in Deutschland oder die Ente in Frankreich macht der Topolino die Menschen in Italien mobil. Und als Paradebeispiel für Leichtbau, Raumökonomie und hochwertige Kleinwagentechnik ist er der Konkurrenz um Jahre voraus und etabliert die Marke Fiat als Spezialisten für pfiffige und hochwertige Kleinwagen. Insofern ist der Topolino definitiv ein Meilenstein der Automobilgeschichte. Der Vater des Topolino, der geniale Konstrukteur Dante Giacosa, bleibt Fiat fast 50 Jahre lang treu und entwickelt noch Dutzende weitere Modelle. Einen modernen Urahn dieses ersten Fiat 500 haben die Kleinwagenspezialisten unter gleichem Namen noch heute im Programm.